Die Karabär wird gut. Ich komme gleich nochmal und fütter euch, keine Angst. Ja, dann überlegt's euch. Die Echos könnten eigentlich dann auch in die Grotte tun, ne? Guck mal, spart, dass die da unten was zu essen kriegen. Bald habt ihr Essen. Okay. Upsala. So. Dann verfüttern wir das mal in die Kristallis. Ich hab doch gerade Hunger. Hab ich euch schon gefüttert gerade eben? Bin ich ja nicht. Was ist denn die Nummer? Früchte. Ja, da hat er Früchte da. Freundlich aus. Okay. Könnt ihr haben? Was ist los? So. Ach, die Herzkühl wollte ich ja nicht da essen. Die haben noch mehr als genug eigentlich. Weg, ne? Wir gucken mal kurz. Wir holen kurz ein paar Hühner. Schrecklich so. Ist die fleißig hier schon? Ja.
Namen, diese Slimes, also ehrlich. Schlüssel. Ich könnte eigentlich auch so, so Früchte geben. Dann haben wir Gemüse dabei und Obst dabei. Und Hühner müssen wir eigentlich auch in die Ladung mitnehmen. Dann ist egal, welcher Gordo kommt, dann haben wir alles dabei. Und das sind Früchte. Okay.
der Weg ist ganz schön weit, ne, bis man dort ist. Die Steinhühner nehme ich jetzt mal mit. Ich will nicht so einzeln fürs frei haben. Und das zweite? Scheinbar weg. Jetzt ist bestimmt das Wasser gefallen. Ich wollte noch nicht mehr die Leute. Ist egal. Können wir dann immer noch loswerden. Okay, hier wollten wir hoch. Jetzt muss ich mich halt wieder durch diese Ruinen hier kämpfen. Ne? Hallo. Quasi Münzen gegen. Das andere Wunder irgendwo hingeschossen. Okay. Also die Münzslimes kann man also tatsächlich auch nicht fangen. Hier, wo ich durchkomme. Aber da war doch... Da unten war doch gerade eine Tür, oder? Bin's doof? Nee. Hä? Da! Da ist ein Bordo drin. Auf der Map. Cool. Ich gebe den trotzdem nur die Früchte, weil im Endeffekt reiche tun sie eh nicht. Der Weg hierher ist kürzer als in diese andere Welt. Dann spare ich mir die mal. Schauen wir mal, ob das eine gute Idee war.
schon mal übernachtet, wo wir hier waren. Das sieht nämlich ganz anders aus hier. Hühner. Hühner nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Schon cool. Glaswüste ist ein faszinierender Ort, aber du musst auf der Hut sein. Jeden Moment kann eine solare Anomalie auftreten, die dazu führt, dass eine Zeit lang die Hölle hereinbricht. Du wirst erkennen, wenn du siehst, wenn du das tust, geh schnell in Deckung oder riskierst dir dein Unterwertes zu verbrennen. Okay, also in Deckung gehen, sobald die Hölle losbricht. Das kriegen wir hin. Okay, also Hühner sammeln, ne? Das bemalte Huhn will ich eigentlich nicht hergeben. Da ist so ein Derwisch. Könnte ich doch den Musik irgendwie komisch. So groß.